Hallo und willkommen zu Imperius Tech 2. Das ist ein Modpack. Maurus hat mich zu einem Projekt eingeladen. Dankeschön. Ich weiß noch nicht, was hier passieren wird. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich davon machen werde, aber ich werde, denke ich, mal ein paar Videos machen. Ja, auf jeden Fall, wir spielen hier ein echt großes Modpack und ich habe keine Ahnung von dem Modpack. Das ist auch echt selten, weil normalerweise weiß ich immer ein bisschen was von dem Modpack, aber ich habe wirklich keine Ahnung dieses Mal. Ja. Würde ich sagen, fangen wir an. Das müssen alle vom Maui stellen. Und da guckt uns an. Hallo! Ja. Hallo! Oh mein Gott! Drecksaus hübsche Schwester. Aha. Ja, ja. Aha. Was zur Hölle? Ich sage jetzt einfach Kami so zu. Ich sag nur Domi, das war Domi. Ich habe auch schon Drecksaus kleine Bruder gefunden. So ist nicht. Die sind da überall. Nachdem wir uns den Spawn noch ein bisschen angeschaut haben, sind wir losgegangen, um uns eine Stadt aufzubauen, alle zusammen. Ja, auf jeden Fall war der Plan so. Wie ihr sehen werdet, irgendwann haben wir alle verloren. Oh, das ist so ungewöhnlich, ohne Minikarte zu spielen. Wow. Eine Karte aufmachen dürfen wir nicht. Nee. Wir müssen orientierungslos bleiben. Ah, da ist das so ein Flughörnchen, das nicht gefangen ist. Ey, Flughörnchen. Elfe ist bei den Emus gefangen und kommt nicht mehr raus, weil sie Hunger hat und nicht mehr. Oh mein Gott, das ist blöd. Sind denn jetzt Domi die Mentor, und nochmal vielen Dank an dich, ne? Mentor, absolut Dankeschön nochmal. Ich absolut weiß nicht, ich war gerade da oben nochmal, da waren auch da irgendwie sehr wenige Menschen. Guy, das ist mit Mods, genau. Das ist jetzt mit Mods. Ja, wo seid ihr? Ich weiß auch nicht, wo die alle hin sind. Da war plötzlich niemand mehr. Hier hinten sind die immer weitergelaufen. Ah, oh, das sind Menschen. Oh, da, ich seh wen. Hallo. Hallo, ich seh wen. Yay! Wer, wo? Hallo! Ja, die war sich schon toilet. Ich hab gedacht, ich geh mal schwimmen, mir ist zu warm. Ich. In der tropischen Area da hinten. Wir haben uns alle verloren. Wollten wir nicht irgendwie so einen Platz finden zum Bauen und dann. Ja, ich glaube, dass wir sowieso mehrere Plätze brauchen werden, als wie ein. Es waren alle irgendwann weg. Maurus ist jetzt auch weg, der ist zurückgeblieben. Wie sie alle schon in Stone Age sind. Ich kann 5 Wolle anbieten. Wo seid ihr denn? Maurus, hallo, ich höre dich. Wo seid ihr denn? Wir haben uns gerade eingebuddelt. Moment, ich komme mal raus. Wir sind unter der Erde. Ja, Moment. Hi! Hallo. Wo sind wir hier gelandet? Eine schöne Blumenwiese mit verdorrten Büschen, yay, cool. Nee, was für eine Welt sind wir? Ich hab... Die Welt ist völlig fremd. Ja, das ist bei uns so blendend. Oh nein. Eine fremde Welt, ein Abenteuer. Das ist folgende Biom. Bei uns so blendend ist Scrubland. Wo sind wir? Vor allem, was ist das hier für eine Welt? Anscheinend gibt es hier neue Gegenstände. Ja, das ist, schwer zum Erklären. Ich glaube, Maurus will spannendes Commentary machen gerade. Und wir das die ganze Zeit. Ja, das ist der Mod. Das macht das. Leute, ich glaube, ich habe Öl gefunden. Wir sind in Vanilla. Nein, sind wir nicht. Wir sind am Arsch der Welt. Wir haben Öl gefunden. Ja. Yeah. Willkommen in Katar. Apüppel. Willkommen zum Minecraft 2. Da ist ein Haus da hinten. Oha, da ist echt ein Haus. Ich glaube, das ist irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Welt ist hier. Wir sind alle unwissend. Klar. Aber... Du hast das Modpack erstellt. Schaut aus, als wäre da jemand da gewesen. Oha, da ist eine Loot-Chest. Ey, ich liebe diesen Mod, wo die Kisten so für jeden Spieler personalisiert sind. Das habe ich bei mir auf dem Kanal auch, auf dem Projekt. Und, es ist so geil. Es ist so geil. Noch eine Sache, die ihr wissen solltet, ist, dass es bestimmte Berufe gibt und nur Leute von einem bestimmten Beruf zum Beispiel bestimmte Sachen craften dürfen. Und die Leute, die dann nicht den Beruf haben, müssen halt diese Sachen dann bei diesen Leuten kaufen. Wir haben dann irgendwann beschlossen, dass wir es am Anfang ohne Berufe machen, dass also jeder alles craften kann, weil das super aufwendig ist sonst. Aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich sollte ins Arbeitsamt gehen. Geh mal weg. Was? Essen. Dann wollen wir hier bleiben? Ja, ich würde für den Start schon sagen. Weil wir haben hier ein Haus. Das ist eine gute Idee. Es gibt eklige Mobs. Okay. Weißt du, wer am ekligsten davon ist? Was? Ich? Der ekelhafte. Oh Mann. Der ekelhafte Regenwurm im Nether. Oh nein. Ich habe so eine Cave Centipede gerade gesehen in diesem Dictionary und das war Hilfe.
Cave Centipede. Das ist so, ich mich so ein Tausendfüßler. Das ist so entspannt, vor allem ich kümmere mich jetzt ums Essen und gucke, dass ich das erste Gold verdiene mit. Ich hole ein bisschen Holz mal ran. Dann machst du Holzfäller dann. Und so wurde ich also Holzfäller. Was diese glorreiche Tätigkeit mir wohl bringen wird. Seien wir ehrlich, ich werde ziemlich viel Zeit damit verbringen, Bäume anzugucken und die abzubauen. Hast du Holz zu verkaufen? Ich würde gerne Holz. Ja, warte, ich habe eine Kiste. Okay. Moment. 353. Links, wir haben jetzt noch nicht viel Geld. Du kannst ja einfach diese 38 da. Kannst einfach die 38 da für ein Silvercoin rausnehmen, würde ich sagen. Und das, meine Freunde, war der erste Deal eines erfolgreichen Geschäftsmanns. Ich habe einen Silvercoin ertauscht, den ich wenig später wieder ausgeben werde. Das nenne ich einen Erfolg. Semmel, fühle ich hier zu Hause bei mir. Semmel ist auch ein cooler Name. Erinnert mich so ein bisschen an. An Semmeln. Ha. Nee, lecker. Doch, was zu essen, ja, aber. Aber sehr schöner Name. Erinnert irgendwie an. Entschuldigung. Das war's wieder mit Minecraft Imperius Tech 2. Ja. Ich mach noch meine Abmoderation gerade für mein Video. Das war's für den Minute im Video und ciao.